Leute, weiter jetzt mit Let's Retro-Pokémon, die blaue Edition. Wir machen heute weiter auf der Suche nach Orten, bei denen wir surfen können. Dazu fliegen wir jetzt nach Azuria City. Und ja, ich weiß, da links wäre einer gewesen, aber ich möchte das der Reihe nach machen. So, als erstes wird jetzt mal der Münzkopf abgelegt. Und dann gehen wir zum Markt, die TM verkaufen, die wir mit uns herumschleppen. Tausend, sehr schön. So, und jetzt suchen wir weiter. Erstmal wieder auf die Route. Und dann mal sehen, was wir hier alles noch finden. So. Wisst ihr was? Ich möchte hier mal nach mit dem Detektor suchen. Hier könnte es doch bestimmt was geben. Hier gab es sogar, glaube ich, was, oder? Ja. So, hier wäre jetzt der Felstunnel. Ich glaube, da gab es nichts mit Wasser. Wenn doch, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Deswegen werde ich den jetzt überfliegen. Nach Lavandia. So, nochmal kurz hier nach oben, ob hier irgendwo Wasser war, aber ich glaube nicht. Nein, hier war nichts. So, hier in Lavandia selbst gibt es auch nichts mit Wasser. Dann brauche ich jetzt mal die Karte. Okay, dann gehen wir jetzt die Route nach links zu Saffronia City, aber nur um zu sehen, ob... Oh, ob hier vielleicht was ist mit dem Detektor, das würde sich hier gerade anbieten. Nein, schade. Aber hier scheint nichts zum Schwimmen zu sein. Ist hier was? Nein, war hier vielleicht mal was? Okay. Hier könnte was sein. Nein. Hier vielleicht? Auch nicht. Schade. Okay. So, hier gibt es auch nichts. Dann gehen wir jetzt. Fahren wir weiter. Denn hier unten gibt es was zum Schwimmen. Nein, nicht schon wieder Stärke. Oh, okay. Schwimmen wir da rechts. Okay, da kommen wir nicht weiter. Gibt es da vielleicht noch was? Nein, nicht schon wieder Stärke. Es war vielleicht eine blöde Idee, Stärke und Surfer demselben Pokémon beizubringen. Naja, egal. Okay, da gibt es auch nichts. Dann gehen wir jetzt hier runter. So, da links ist eine Sackgasse.
Da oben könnte was sein. Nein. Aber hier haben wir was. Bitte für eine TM16. So, wir reisen jetzt die gesamte Route ab, Leute. Vielleicht kommt ja irgendwann mal was. Bis jetzt? Nein, da kommt nichts. Okay. Dann möchte ich denn das, was wo man innen noch surfen könnte, noch alles absuchen. Okay, das da nichts. Ziehen wir mal einfach kurz hier nach. Nein. Hier auch nicht. Nein. Da links könnte was sein. Nö, ist nichts. Okay. Wieder aufs Fahrrad. Da ist auch nichts. Da gibt's nichts. Okay. Hier auch nicht. Nein. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay. Also auf dieser Route gab es nichts. Wobei ich jetzt noch diesen einen Weg da von Orania City her gehen möchte. Ob da noch irgendwo was ist. Diesen hier. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo was. Und in Orania City kann man, glaube ich, sogar schwimmen. Okay. Ah, hier gibt es einen Teich. In Dichters Höhle gibt es, glaube ich, nichts. Schade. Dann hier weiter. So, ich möchte jetzt erstmal hier noch weiter. Ob es hier was gibt? Nein. Und hier auch nicht. Okay. So, was gibt es dann hier oben? Irgendwas vielleicht? Nein, man kann jetzt mal schwimmen, aber hier gibt es einfach nichts. So, hier gibt es einen Teich. Da links könnte was sein. Nein, da ist nichts. Hier möchte ich den Detektor mal nutzen. Nichts. Okay. Und hier? Nichts. Schade. So, Karte. So, jetzt haben wir das und das. Dann geht es jetzt den Weg runter nach Fuxania City. Und dann
würde ich den Weg von Fuxania City... Nein, dann würde ich nach Saphonia City reisen. Fliegen und dann über den Weg von Prismania City nach unten. Genau. So machen wir das. Also wir nehmen jetzt den Weg nach Fuxania City. So, geht ja ganz schnell mit dem Fahrrad. Und wir haben auch schon fast die gesamte Karte, also alles, was wir bisher entdeckt haben, auch schon abgesucht, ob man das surfen kann. Das heißt, wir sparen uns das dann in der roten Edition. Sehr schön. Weil es bisher einfach nichts gab. So, bisher, also hier jetzt auch soweit nichts. Vielleicht gibt es hier was für den Detektor. Wobei, ich glaube, hier hatten wir ihn schon, oder? Ich glaube, hier hatten wir ihn schon. Da rechts gäbe es Wasser, aber da kommen wir leider nicht durch. Schade. Na gut, also da kommen wir nicht weiter. Jetzt sind wir in Fuxania City. Haben wir hier überhaupt schon nachgesehen, wo wir überhaupt schwimmen können? Ich meine, da, gut, da könnten wir, aber da bringt es nichts. In der Safari-Zone waren wir schon überall. Da oben geht's auch nicht. Da unten geht's dann weiter. Hier geht's, glaube ich, weiter. Oder auch nicht. Ah doch, hier. Hier wird es weitergehen, aber das machen wir erst später. So, eigentlich wollte ich jetzt von hier aus nach Saphonia City fliegen. Dann mache ich das auch. In Saphonia City sehe ich mir dann auch mal, sehe ich mich auch mal kurz um, ob wir da irgendwo schwimmen könnten. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier gab es nirgendwo etwas zum... Nirgendwo Wasser. Also in der Stadt sowieso nicht. Nein. Nein, hier gab es nichts. Okay, dann gehen wir jetzt hier links lang. Auf dem Weg nach Prismania City. Oh, vielleicht gibt es hier was. Nein. Schade. Okay, wo gibt's noch Wasser? Wo gibt's noch Wasser? Also hier in Prismania City. Oh halt. Wo fahre ich denn lang? Hier gibt's ein Wasser, glaube ich nur. Ich finde es gerade übrigens so lustig. Wir haben die Folge hier angefangen und wir werden sie, so wie es aussieht, auch hier beenden. Also es gibt eins, wo man hin kann, nämlich hier. Mir fällt gerade ein. Ich habe vergessen, wo zu angeln. Erstmal, ich kenne dich vom Sehen, aber ich hatte bisher keine Zeit, dich anzusprechen. Hier, nimm dieses Geschenk. Winterheld, TM41. Die M41 ist Weichei. Nur ein Pokémon kann es benutzen. Dieses Pokémon heißt Chanera. Okay, sehr schön. So, wie sieht's aus? Ist die Folge schon aus? Ja, die Folge ist schon aus, Leute. Angeln werden wir in der nächsten Folge. Dann werden wir jetzt hier noch diese vier Stücke angeln und dann haben wir auf der einen Stegroute, waren wir auf dem Steg darauf, da haben wir auch das Angeln vergessen, das möchte ich nachholen.
Und ansonsten geht's dann beim Radweg weiter. Na gut. Dann sehen wir uns morgen wieder in der roten Edition oder übermorgen in einer neuen Aufnahme der blauen Edition. Ciao!